Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Mining Simulator 2. Wir schreiben gerade, während ich das aufnehme, Samstag, den 9.7.22 um 10.51 Uhr und mir ist etwas aufgefallen. Ich bin einfach täglich reingegangen, um halt meine Gems-Belohnung abzuholen, um hier meine Spins abzuholen, wie ich es immer mache. Ich habe übrigens auch den Astra Hydra hier einmal gezogen, das ist ganz cool. Dann wollte ich in die Cybergalaxie gehen, um mir noch mehr Gems abzuholen, dann fällt mir auf, es gibt eine neue Welt. Es ist schon wieder ein huge Update draußen und ich hab's einfach schon wieder verpasst. The answer was Dragon. Was? Nein! Okay, hier gibt's irgendwie Sachen. Yes, the pet. Kau, 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 kau. Hint, C. Kau. Ja, ich habe 256 Points. Okay, ihr müsst euch hier scheinbar vor dieses Schild stellen. Und dann kriegt ihr Trade Requests, die ich jetzt deaktivieren werde. Ich dachte, ich hätte sie schon deaktiviert. Ja, ich bin Erster. Yeah, kriege ich jetzt meine Punkte? Nee. Wie heißt das Ding nochmal? Astra Hydra. Astra Hydra, please. Mist. Die hat nämlich nicht so ein Muster. Einfach nur Hydra. Hydra. Ja, 92 Punkte. Ihr Trading aus. So, man möchte traden. Ich will aber nicht. Cool, Sun. Cool, Sun. Oh mein Gott. Es ist schön, dass hier Hints sind. Dann kann ich einfach ergänzen, weil ich kenne dieses Pet gar nicht. Ich spiele das Spiel nicht aktiv genug. Aber so kann man hier irgendwelche Punkte farmen. Das einzige Problem ist, hier unten links sind so Tickets. Die werden scheinbar dadurch nicht voll. Was soll das denn jetzt sein? Nee, sorry. Brilliant Gem. Brilliant Gem, okay. Final Score? Yeah, Final Score. 515. Und ich habe jetzt 515 Tickets. Okay, hier kann man halt Get That Pet spielen. Cool, kann man machen. Dann gibt es hier natürlich noch ein Riesenrad. Ich werde nach ganz oben fahren, Leute. Es ist schön gemacht, so eine Eventwelt. Wir haben da unten auch eine Angel. Werden wir auch gleich gucken, was ich damit machen kann. Aber erstmal will ich aus dem Riesenrad rausspringen. Bitte niemals aus dem Riesenrad rausspringen. Hier haben sich Leute schon nach unten gebuddelt. Hier gibt es Verkaufen, einen Event-Shop. Und im Event-Shop könnt ihr euch... Ach, für Tickets könnt ihr euch Luck-Boosts oder... Bucket of Shells holen. 4 in Stock. Sind das Pets? Ich hole mir mal einen. Ich brauche 200.000 mehr Tickets. Ach, ich nicht 250, sondern 250.000. Okay. Event Challenges. Meine 45 Millionen Blocks, das sind eine Menge. Aber ich kann ja einfach mal alle completen. Was kostet das denn? Ach, das kostet doch nichts. Kann man nur einmal machen. Einmal gucken, was es mir bringt. So, ich krieg dann Omega Luck. Yeah. Edelsteine, bin dabei. Super Lucky, bin auch immer dabei. Edelsteine, jammern. Patriot Crate, die werden wir auch gleich öffnen. Dann können wir gucken, was da rauskommt. Die Patriot Crates sind dann natürlich vom 4. Juli Event. Edelsteine, Omega Luck. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, was ich dafür kriege. Weil mir steht so Day 12, Day 13. Und als letztes, Delightful Trio. Okay, ich habe jetzt ein Delightful Trio. Ist das gut? Ich wette nicht. Ja, es ist gut. Das kann man auf jeden Fall gönnen hier. Das ist mein bestes Pet jetzt. Geil. Ich mache mal meine Haustiere an. Dann könnt ihr hier sehen. Boah, das hier ist jetzt mein neues bestes Pet. Schön. Das Delightful Trio. Okay, Event-Challenges haben wir gemacht. Ich kann auch restarten. Kostet ja gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich restarten soll. Ich frage das heute im Livestream. Dann gibt es hier Surfing Eggs. Ach, die kosten ganz normale. Und dann gibt es das hier. Okay. Okay, ich verstehe. Und hier im Ozean kann man auch Pets holen. Ocean Fish. 1% River Fish. Pond Fish. Mountain Fish. Mountain Fish. Oh, Tile Painter. Oh, Tile Painter will ich auch spielen. Es gibt so viele Spielmodi. Was haben die gemacht? Das finde ich voll geil. Die haben nicht nur ein neues Feature rausgebracht. Die haben voll viele neue Features rausgebracht. So, ich spiele jetzt Tile Painter. Das wird alles rot gemacht von mir. Kann ich hier so einen Omega Nuke hinwerfen? Bringt das was? Nee, das bringt nichts. Okay. Was passiert, wenn ich hier alles rot färbe? Habe ich dann gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch Teil von irgendeiner Quest, die ich jetzt schon geskippt habe. Weil ich ja alles freigekauft habe. Ich will wenigstens den Block hier voll machen. Aber warum bin ich rot? Rot ist doch immer die Farbe von den Bösen. Will nicht die Bösen sein. Aber alles schön sauber machen. Nein! Ich habe 1400 Tickets bekommen. Game Results. Conny ist Gewinner. Nice. Schön, dass niemand mitspielt. Dann hat man gar keine Konkurrenz. Hier gibt es dann 4 Gewinne, aber ich glaube, das steht da einfach... warte mal, ich mach mal kurz meine Pets wieder aus. Und kann ich hier jetzt wirklich 4 Gewinn spielen? Man sitzt ja einfach nur... Okay, nee, warte. Waiting for opponent. Tatsächlich, man kann hier 4 Gewinn spielen. Als ob die das gemacht haben. Was für Ehrenmänner. Als ob die so viel Arbeit in so ein Update stecken. Hier steht sogar Limited Time. Das ist nicht für immer. Hier kann man Tic-Tac-Toe spielen. Okay, Fishing Mountain. Ich will jetzt einen guten Fisch. Gib mir einen guten Fisch. Gib mir einen guten Fisch. Walleye. Gib mir einen besseren Fisch. Einen besseren. Walleye. Okay, kann ich hier durch? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann kann er auch nicht alles haben. Aber hier ist halt die Mountain Fishing Zone. Hier kriegt man die Mountain Fische. Und Lock, was auch immer. Dann ist hier der Pond wahrscheinlich. Steht da, ja, Fishing Zone Pond, also der Teich. Yeah! Und dann ist hier der River. Das heißt, das ist die nächste Fishing Zone, der River. Und da habe ich eine Pike. Und jetzt kommen wir hier zum Meer. Ich häng fest, nein, ich kann nicht aufhören zu laufen. Und ich habe einen Rockfish.
Steinfisch, Steinfisch. Einzige, was ich nicht mag, ist, dass die Kanten hier sind. Das kriegt man in Roblox halt schlecht anders hin, weil man kann nicht sagen, dass ein Block unendlich groß ist. Die sind immer begrenzt groß. Gatlingfisch. Yeah. Und jetzt buddel ich mich einfach mal nach unten. Mal gucken, was es hier noch so zu finden gibt. Hui. Oh, das dauert sogar ein bisschen. Okay, ich buddel einfach mal. Oh, hier gibt es auch gar keine Zwischenetagen. Hier kann man sich einfach nur nach unten buddeln. Okay, ich bin gespannt, ob sich die Bodenkonsistenz dann hier so ein bisschen ändern wird. Oder ob ich jetzt mal langsam irgendeine Art Erz finde. Hallo? Vielleicht, wenn ich so mache, nicht so mache, dann sehe ich mehr. Oh, hier hat jemand anderes ein Loch gebuddelt. Meins. Hui. Es wird dunkler. Das ist schon mal etwas. Ja, da war ein Seetang oder so. Noch mehr. Oh, jetzt. Was ist das? 35 Tickets bringt mir das. Seht ihr? Lohnt sich doch. Das hier auch. Okay, die Ärzte hier, die bringen einen dann doch Tickets. Also lohnt es sich hier ein bisschen nach Ärzten zu graben, wenn man mehr Tickets haben möchte. Und ich wette, mit den ganzen Pet-Boni, die ich habe und so weiter, gibt es auf jeden Fall ein paar stabile Tickets. So, jetzt kommen wir langsam in so eine rote Zone. Und da gibt es jetzt Ärzte wie das hier. Das bringt mir 35 Tickets. Ah, stimmt. Ich kann ja mal hier meinen Glitch machen. Ah. Okay, machen wir einfach mal. So, ich mache diesen. Dann TP ich mich raus. Und dann sehen wir, hier gibt's Höhlen. Gut. Und dann können wir einfach mal die Sachen hier wegnehmen. Aber ganz im Ernst, meine Spitzhacke ist so gut. Ich kann die Sachen einfach so mitnehmen. Und so kann man am schnellsten dann die Tickets haben. 65 Tickets ist gut. Kann man sich genieren. Einfach mitnehmen. Dann guck mal, wie viele Tickets ich gleich bekomme, wenn ich verkaufe. Ich werde wahrscheinlich auch ziemlich viele Coins bekommen, weil ihr seht, mein Inventar ist sehr voll. Weil ich einfach dachte, ja, verkaufen kann ich ja später, wenn ich ein Video aufnehme. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Update mal wieder so flasht. In letzter Zeit waren Updates und Events immer nur so, ja, immer mal so ein neues Feature reingebracht, begrenzte Zeit, das war's. Aber das hier ist ja richtig vollgepackt. Natürlich sind nicht alle Features für jeden super cool, aber ich bin trotzdem beeindruckt. Ich bin begeistert von diesem Update. Ja, hier unten sind noch Erze. Meins, meins. Und springen wir einfach noch ein bisschen weiter nach unten. Als ob da... Achso, ich dachte, hier wäre eine Kiste... oben drauf, aber die war unten drin. Schade. Aber was hier für eine Kiste zu finden ist, würde mich auch interessieren. Also gehe ich hier einfach mal rein. So, bin eingebuddelt und dann sammeln wir die auf und... Okay, hier kriegen wir nur Münzen. Hier kriege ich auch nur Münzen. Okay, durch die Kisten kriege ich nur Münzen und keine Tickets. Das wäre auch zu cool, wenn ich einfach durch die Kisten nicht nur Münzen, sondern auch Tickets bekommen würde. Aber ich kriege so schon so viele Tickets. Guck mal an, wie viele Erze hier drin sind. Einfach unfassbar. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Alles meins. Das Spiel ist so gut gemacht. Naja, und dann gibt es Pet Simulator. Und Pet Simulator bringt das Update einfach gar nicht raus. Ja, vielleicht, wenn ihr das Video seht, kam dann doch ein Pet Simulator Update. Aber es sind ja immer noch keine 3 Millionen Likes erreicht worden. Theoretisch dürfte Preston das Update noch nicht bringen, ne? So und so. So, jetzt habe ich hier aber langsam genug rausgeholt. Ich gehe mal wieder, ich gehe jetzt auf Verkaufen, zurück an die Oberfläche und habe jetzt 192 Billion Coins und 20.000 Tickets. Okay, also Tickets muss man dann doch schon ein bisschen farmen, um was zu bekommen. Hier im Event-Shop kriege ich auf jeden Fall nicht den Bucket of Shells. Meint ihr, der ist einfach gut dafür da, um seltene Fische zu sammeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, warte, ich muss wieder beraten hier. Bär! Ja, 175 Points. Hiermit kann man halt nicht so schnell farmen. Also direkt meinen ist schneller. Aber es ist trotzdem schön, dass sie so Minispiele eingebaut haben. Scores after Pet 3. Okay, jetzt kommt das nächste Pet. Oh, den weiß ich. Gleaming... Nee. Brilliant Gem. Ja! Ich kenne mich aus. Das ist der Brilliant Gem. Das weiß doch jeder. Brilliant Gem. Okay. Und jetzt das letzte Pet. Gib mir das letzte Pet. Und es ist... Fire Drake? Nein. Okay. Ah, Hellbat. Yeah, Hellbat. Das wusste ich. Das sieht man an dieser Nase, dass es kein Drache ist, sondern eine Fledermaus. Also wer von euch dachte, dass es ein Drache ist, pff, ich spucke auf euch. So, hab wieder ein paar Tickets bekommen. Dann springe ich nochmal runter. Ah, hier ist eine Höhle, wie schön. Dann kann ich nochmal hier... Ach, ich kann mich doch sowieso wieder zu meinem Ding teleportieren. Und hier ist wieder alles voll? Habe ich nicht vorhin alles mitgenommen oder bin ich einfach runtergesprungen? Egal, ich will jetzt mal ganz runterspringen. Ich will gucken, was ich ganz unten finde. Weil ganz unten gibt es ja die besten Erze. Also springen wir da auch hin. Ich will einfach Tiefe 1000 erreichen. Und dann gucken wir, was es da für Erze gibt. Beziehungsweise, das sind ja nicht wirklich Erze. Was ist das hier? Das sind, ja, Muscheln sind das. 155, die sind auf jeden Fall schon mal besser hier. Aber ich bin noch nicht auf Höhe 1000, also springe ich noch weiter runter. Starfish. Das ist auch schön. Einfach Patrick Star gefunden. Und dann springen wir noch weiter runter. Es gibt einfach Leute, die sich bis nach hier unten runtergebuddelt haben, was wir an diesen Türmen hier sehen können. Und wir haben Höhe 1000 erreicht. Das heißt, ich springe jetzt auf das nächste Ding rauf. Hier gibt es leuchtende Aquamarinen. Yeah. Oh, das braucht sogar eine Weile zum Abbauen. Und Sand Dollar. Okay, ich packe jetzt erstmal meinen Teleporter hierher. So, 450 bringen mir das. Cent Dollar bringen mir 265. Die lohnen sich auf jeden Fall zu farmen. Es gibt so viel von all dem Zeug. Hm, das tut gut. Das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen hier. Nein, ich hab mich eingegraben. Na gut, dann werde ich die Höhle hier clearen. Hopp, hopp. Ist auch meins. Das ist auch meins. Alles meins. Gib das her. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Auch, das können wir auch einsammeln. Keine Ahnung, warum ich das gerade so erfrischend finde, aber ich finde es halt erfrischend. Warte, ich habe 21.300, wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe, habe ich
52.000, okay. Damit kann man jetzt, auf der Ebene kann man wirklich farmen. Ich gehe wieder zu meinem Teleporter. Da ist der Teleport Game Pass auch nützlich, weil es halt keine Zwischenstufen hier gibt. Das lohnt sich dann hier unten wirklich zu farmen. Ich finde das Update so erfrischend. Und wie hat jemand da Aquamarinen nicht mitgenommen? Wie konntest du nur, du Ketzer? Warte, was ich kurz machen muss, ist mir eine Treppe bauen. So, und jetzt kann ich da oben auch abbauen. Dankeschön. Ach, invertiertes Farben ist doch auch was Feines. Aber ich brauche bessere Erze. Wo sind denn die besseren Erze? Ich springe gleich nochmal ein Stück runter, um zu gucken, ob dann noch bessere Sachen zu finden sind. Das ist ja in den normalen Welten auch so, dass unter der untersten Welt dann es nochmal eine weitere Schicht gibt, wo es sich noch mehr lohnt zu farmen. Und gucken wir mal nach, ob wir das finden. Bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht gibt es das hier auch nicht. Vielleicht ist Aquamarin wirklich das höchste aller Güter. Naja, wir buddeln hier einfach ein bisschen ab. Aber es gab Leute, die haben sich noch tiefer gegraben als das hier. Und springen wir auch hinterher. Ich meine, wer hat sich so tief gegraben? Ah, jetzt nicht mehr. Okay, das war dann Schluss. Ich glaube, die Person war einfach AFK straight up runterbuddeln. Das kann man ja auch machen, so ein bisschen AFK farmen. Für die, die es nicht wissen, wurde ich im Livestream schon öfter gefragt. Ich werde euch gleich zeigen, wie man so AFK buddeln kann. Ihr könnt einfach, ich stelle mich einfach mal hier hin, ihr könnt einfach Linksklick gedrückt halten am PC, um zu buddeln, so. Und wenn ihr dann Escape drückt und dann nochmal Escape drückt, dann Linksklick loslassen und dann nochmal Escape drückt, ich zeig's mal hier, dann buddelt er einfach weiter. Ich halte Linksklick gerade nicht mehr gedrückt. Aber es zählt noch als gedrückt gehalten, bis ich das nächste Mal Linksklick drücke, wie jetzt. Und so könnt ihr halt AFK farmen. Dann geht ihr einfach auf einen anderen Bildschirm oder so, packt das Spiel in den Hintergrund oder geht einfach weg von eurem Computer und dann farmt ihr AFK. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Aber Ultramarin ist wirklich selten. Ja, dafür lohnt es sich dann bestimmt auch, das mal ein bisschen zu farmen. Ich meine, hier unten findet man hauptsächlich Seesterne und dann ab und zu auch Sanddollar. Aber Ultramarinen, hui, da muss man suchen. Hier war jemand. Ich dachte, ich bin tiefer, als jeder jemals zuvor war. Was soll denn das? Dann gehe ich noch tiefer. Ah, da. Perfekt. Meins, 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 meins. Alles meins. Aber Leute, ich will euch jetzt zeigen, was dieser Bucket of Shell kann. Ob das ein Pet ist, ob einem das beim Angeln hilft. Keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber dafür muss ich halt noch ein bisschen mehr farmen hier, damit ich die 250.000 Tickets zusammenkriege. Deswegen farme ich jetzt. Leute, ich tue das nur für euch. Ich habe nur für euch die Robux ausgegeben, um zu gucken, was man kriegt, wenn man das Ding durchspielt. Ah, und falls ich heute im Livestream, also für euch gestern im Livestream vergesse, ah, vielleicht bringe ich das Video sogar heute online. Aber falls ich im Livestream vergesse zu fragen, ob ich das Ding zurücksetzen soll, diesem komischen Season Pass oder was auch immer das war, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich das zurücksetzen soll, um es nochmal richtig durchzuspielen. Es kostet ja nur 900 Gems. Nur in Anführungsstrichen. 900 Gems sind eigentlich schon viel, wenn man die aktiv ausgibt. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da unten kommt nichts mehr. Ich sollte hier nicht mehr runterspringen. Aber was ich machen kann, ist auf jeden Fall mal... Nein! Wo bin ich denn jetzt? Auf jeden Fall meinen Teleporter hier hinsetzen, damit ich nicht wieder so weit runterspringen muss. Oh, ich habe da Aquamarinen gesehen. Hallo. Danke. So, Leute, meint ihr, das reicht? Ich habe das Gefühl, das reicht immer noch nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, das reicht nicht, was ich jetzt schon gefarmt habe. Ich werde die Insel hier noch leer machen. Dann verkaufe ich mal. Herze. Nein, ich bin runtergefallen. Das war's mit mir. Dann muss ich jetzt auch verkaufen gehen. So, und 153. Okay, mir fehlen noch 100.000. Habe ich mir schon gedacht. Also, wir gehen auf Teleportieren. Das Schöne ist, da ich runtergefallen bin, gibt es jetzt mehr Inseln, die reingespawnt sind. Also kann ich auch auf ein paar von diesen Inseln springen. Da unten seht ihr, die sind alle gespawnt, aber ich fall dran vorbei. Kritisch. Hä? Hallo? Nein, nein, ich häng fest. Ich wurde gekickt. Erneut verbinden. Dann war's das mit meinem Teleporter. Einfach schon wieder das Huge Update verpasst. Naja. Okay. Ich glaube, ich habe gerade Probleme. Ich komme hier nicht mehr rein. Ich gehe mal auf den Server hier. Okay, das scheint zu funktionieren. Ja, da bin ich wieder drin. Laden fehlgeschlagen? Versuche dem Spiel wieder beizutreten. Was? Bin ich jetzt gebannt oder was? Dann versuche ich es halt auf dem Server. So, es lädt. Und ich bin drin. Sehr gut. Ich dachte schon, ich werde hier gebannt. Das wäre eine Frechheit. Dann gehen wir wieder auf die Weltraumfahrt. Und zum Summer Fair. Oh, hier haben Leute noch nicht so viele Löcher angefangen. Welches ist das tiefste? Das ist das tiefste. Das ist mein Loch. Hui! Dankeschön. Ey, 874 Blöcke in die Tiefe. Das ist stabil. Ich springe noch ein bisschen tiefer. Ich hatte es immer noch tiefer gebuddelt. Alles klar. Ich springe auch runter bis nach da. Nein, nicht an allem vorbei. Teleportieren. Schnell wieder hoch. So, aber das ist schon eine gute Höhe, weil hier kann ich wieder Aquamarin farmen. Und Aquamarin ist das, was ich will. Und ihr seht, wann der letzte Spielstand geladen wurde. Ich habe wieder nur 52.000 von den Dingern. Also wenn man aus dem Spiel gekickt wird, dann verliert man halt immer Fortschritt. Das ist echt schade. So, jetzt sollte ich aber genug gesammelt haben. Ich gehe dann nochmal auf Verkaufen und kriege jetzt 282.000. Ich habe noch 8 Sachen im Backpack. Sind die gesichert, oder? Ach, meine 8 Chromit. Ja, stimmt. Ich brauche ja noch ein bisschen Chromit. So, dann auf in den Event-Shop. Wir kaufen uns ein Bucket of Shells. Wir gucken jetzt, was es ist. Es ist ein Pet. Und es ist gar nicht mal ein schlechtes Pet.
Guckt euch das an. Das ist jetzt mein zweitbestes Pet. Ich mache mal die dunklen Berserker hier aus. Und dann mache ich einmal kurz meine Pets wieder an. Und dann könnt ihr sehen, das hier sind einfach meine Pets, die ich jetzt habe. Wie cool ist das denn? Ich habe jetzt einmal das Pet hier. Und ich habe einfach so ein Bucket of Shells Pet. Finde ich auf jeden Fall mega stark. Vor allem finde ich stark, dass das jetzt Event-Pets sind, die auch so richtig gut sind. Aber Leute, das wär's mit dem Video. Spielt das Update gerne selbst. Der Link zum Spiel ist wie immer in der Videobeschreibung. Denkt auch drüber nach, ob ihr vielleicht auf meinem Kanal Mitglied werden wollt. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!